Nein, nein, stopp! Nicht! Ich bring dich um. Du... Nein! Du, oh mein Gott! Du bleibst, wo du bist. Weißt du, ich wollte dir auf unserer Reise ein bisschen Spaß gönnen. Ich wollte dich spielen und rumtollen, an Ärschen schnüffeln lassen und so. Aber nein, stellt sich raus, wir hatten recht. Du bist ein Teufel. Ja, ein echter Teufel. Okay, letzte Chance für eine Entschuldigung. Nein? Gut, na schön. Gute Nacht, Bitch. Ich muss zurück ins Spiel, Sir. Beweise es. Sergeant Rodriguez' Begräbnis ist am Sonntag. Die wollen, dass sein Hund dabei ist. Sie ist unberechenbar. Er ist ganz friedlich und im nächsten Moment landen drei Kerle in der Notaufnahme. Na, Hundchen, wir beide machen einen kleinen Ausflug. Easy. Was habt ihr denn alle? Sie ist doch ganz ruhig. Ach, was ist denn, Mann? Jetzt schalt doch mal runter. Nur einen Gang. Hey, hör auf! Nein, nein! Hey, halt! Du bist ja so brav. Wieso frisst sie ihn aus der Hand? Ich bin eben nett zu ihr. Sie ist doch süß. Braves Mädchen. Wenn du auf der Fahrt nicht mehr durchdrehst, kann's doch ganz lustig werden. Hier, Pfote drauf. Lulu, bist du das? Braves Mädchen. Was, ihr kuschelt? Echt? Hattest du noch nie ein Lulu-Schmuser? Macht ihr das nie? Nein, geschmust haben wir nicht gerade. Schon gut, war nur ein Blitz. Was ist mit dir los? Sie hat noch nie in einem Bett geschlafen. Ich hätte gern ein Zimmer für mich und mein kleines Mädchen. Ist das ein Orden? Wurde sie verwundet? Ja, wurde sie. Danke für deine Dienste. Und Sie haben bei ihr noch nie aggressives Verhalten beobachtet? Niemals. Nein, Hundchen, sorry! Oh mein Gott, ich kann sehen. Du bist ganz sicher nicht das Mädchen, mit dem ich in der Wanne landen wollte. Aber ich denke, man muss nehmen, was man kriegt. Here.